Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen im Schloss in Italien. Chiara. Hello. So, herzlich willkommen im Schloss in Italien. Wir haben hier immer jeden Tag ein wunderschönes Konzert von einem Art Instrument, das ich nicht benennen kann auf Deutsch. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube Piano Forte or something auf Englisch, aber auf Deutsch weiß ich es nicht. Hammer, was? Und wir sind hier im Foyer im Schloss in Italien und hier steht, wer sonst als die Frau Susanna, die total unschuldig reinschaut. Herzlich willkommen im Schloss in Italien. Ich gehe mal irgendwo hin, wo es ein bisschen leiser ist. Wow, wir sind hier sowas von Pianoforte auf Deutsch auch. Danke, Sophie. Ich habe gewusst, du wusstest das. Das ist ein ganz ein altes Instrument, wunderschön, da wird jeden Tag gespielt. Und es ist so fantastisch, da war eine Frau, die hat in der Mittagspause auf diesem Pianoforte gespielt und sie hat gesagt, sie hat versucht, neue Musik drauf zu spielen und irgendwie hat das überhaupt nicht, das wollte dieses Pianoforte gar nicht. Und dann hat sie diese Melodien gespielt, die von der Zeit sind, von diesem Instrument, und plötzlich hat das ganz anders geklungen. Und das ist dort, wo wir einfach diese Lebensformen nutzen, wie sie genutzt werden wollen. Wie oft versuchst du etwas zu erzwingen und sei es deine Familie, dein Business, was auch immer für eine Lebensform, wo du versuchst, Dinge zu erzwingen, auf eine Weise, wie sie nicht genutzt werden wollen. Weil wie viele Ansichten hast du, was geschehen soll und was sein soll und was werden soll, wozu es vielleicht noch nicht die Zeit ist oder das nicht auf die Weise genutzt werden möchte, wie du das da einbildest. Und jede Lebensform weiß, was sie braucht und jede Lebensform ist für dich da, wenn du den Beitrag empfängst. Und jede Lebensform möchte dir zeigen, was kreiert werden kann. Und was weißt du, dass du noch nie in Betracht gezogen hast und welchen Beitrag könntest du dir erlauben zu empfangen? Freut mich, dass die Aurelia zuhört. Hammer. Und wir hatten hier 3 Tage von einem überfantastischen Kurs, der so ungefähr übersetzt irgendwas mit Brillanz zu tun hatte. Brilliance, vielleicht Genialität oder irgendwas Tolles. Und ich bin total geflasht und wollte mal nur kurz Hallo sagen. Das war ein Kurs der Extravaganza. Und vor allem mit dieser Location, diesem Schloss, das einen... Du kannst hier nicht empfangen. Es geht gar nicht. Jedes Stück hier, jedes Möbelstück, jedes Ding hier hat so eine Präsenz, das einfach von dir verlangt zu empfangen. Und ich bin ja einer von den Eigentümern von dem Schloss hier und wir haben jetzt gerade ein Meeting gehabt auch, wo wir gesagt haben, wow, welche Zukunft wird hier kreiert mit einfach einem Ort, wo Schönheit gefeiert wird und empfangen wird und wo wir einfach empfangen dürfen. Weil wo wirst du schon einmal in deinem Leben eingeladen? Wo wurdest du in deiner Kindheit schon einmal eingeladen, einfach empfangen zu dürfen? Wie oft wurdest du gezwungen, zu tun, zu machen, für andere da zu sein, die Realität von anderen zu bestätigen, anstatt zu wissen, was möchte ich in der Welt kreieren, das ich noch nie in Betracht gezogen habe. Und das Lustige ist, bei diesem 3-Tages-Kurs ging es ganz viel um die pragmatische Psychologie und der Gary hat es einige Male erwähnt. Das ist auch so eine Lebensform, die der Gary und ich gemeinsam vor vielen Jahren kreiert haben, wo wir jetzt noch gar nicht die Antwort hatten, was das sein wird und wie es ausschauen wird. Aber wir haben einfach gewusst, das ist einfach das, was die Welt braucht. Und für mich ist diese Schönheit, diese Eleganz etwas überaus Pragmatisches. Es funktioniert ganz einfach. Es kreiert die Zukunft, die unser Planet braucht. Und wie wäre es, wenn du das mal reinlässt? Weil wie viele
Ansichten hast du, wie viele Bewertungen hast du, um dich davon abzugrenzen, das ist nichts für mich, das ist nicht meine Welt, das brauche ich nicht, das ist nur für die, die da so reich und dumm turnen. Was könntest du da in deine Welt reinlassen, wenn du keine Ansicht mehr hättest und wenn du mal dich aufdrehen würdest? Weil dein Sein ist ein Reichtum. Reichtum ist nicht nur Geld und schöne Dinge. Reichtum ist etwas, das du dir erlaubst zu sein und wo du dich in der Welt aufdrehst. Und alles, was das nicht erlaubt, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyond. So, ich bin mehr denn je sowas von happy, thrilled, dass was wir kreieren können. Wenn du mal spürst, wenn du mal für eine Minute oder einen Moment vielleicht mal kurz über die Begrenzungen hinausschaust, die du versuchst real zu machen, vielleicht Mangel an Geld oder du hast nicht den Partner, den du dir gerne wünschst oder die Familie ist nicht so, wie du es gerne hättest oder was auch immer du als Begrenzungen gerne verwendest, wenn du mal nur einen Moment darüber hinausschaust und schaust, wow, welche Zukunft können wir einladen, die für uns funktioniert und die einen Planeten und eine Erde kreiert, die eigentlich, die wirklich nicht nur überleben kann, sondern auch leben kann. Und was weißt du einzigartigerweise darüber? Und alles, was das nicht erlaubt, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Weil du weißt was, sonst würdest du hier gar nicht zuhören. Du hättest schon längst dieses Video ausgeschaltet. Du wärst schon sowas von genervt von mir gewesen, wenn du jetzt nicht auch Teil davon wärst. So, was weißt du einzigartigerweise über die Kreation von einem Sustainable Living Earth, von einem nachhaltigen Planeten, den wir kreieren können? Es geht so viel Interessantes ab in der Welt gerade, in verschiedenen Ländern, was die Erde betrifft und so weiter und so weiter. Und wir können uns davon ablenken lassen und davon in die Hoffnungslosigkeit bringen lassen. Nur was weißt du, was über dem Ganzen hinaus kreiert werden kann? Und das ist für mich das Pragmatische. Und deswegen war auch die pragmatische Psychologie so ein großes Thema in diesem 3-Tages-Kurs, den der Gary und Dane gehalten haben. Und dieses Pragmatischsein, weil dieses Wissen, was du weißt, das kreiert unsere Zukunft. Und darauf freue ich mich schon riesig. So, wie wäre es, wenn du dich nicht mehr unterhalten lässt von den Begrenzungen dieser Realität und der Intensität und dem Drama und dem Trauma und allem, was hier so normal gemacht wird, sondern wenn du dir erlaubst, die Möglichkeiten, einen Raum darüber hinaus zu öffnen, der existieren kann, wenn du es wählst. Und oft wissen wir gar nicht, wie wichtig wir sind für diese Erde, für die Zukunft, für das, was kreiert werden kann. Wir denken immer, ja, das macht schon irgendwer andere. Es gibt irgendwelche Führer oder Leaders oder irgendwer, die machen das schon. Ich bin ja nicht wichtig. Vielleicht möchtest du nochmal schauen. Vielleicht möchtest du doch nochmal fragen, wie wichtig du bist für die Zukunft. Und vielleicht einmal dich auch in Betracht ziehen. So, wenn du nicht mehr unterhalten bist und wenn du dich nicht mehr unterhalten lässt von den Begrenzungen dieser Realität, was weißt du und was könntest du in die Wege leiten? So, es war einfach mir ein Anliegen, mal kurz Hallo zu sagen mit dieser Energie und alles, was kreiert werden kann. Und Aisha schreibt, ich höre dir so gerne zu, ja. Wie sehr sage ich das, was du schon weißt? Und wie sehr gebe ich dem Worte, was du schon bist? Und das ist etwas, was, so geht es mir selber auch, wenn ich diese Kurse selber gehe. Jetzt zum Beispiel dieser Kurs im Schloss, dieser 3-Tages-Kurs war jetzt gerade, der irgendwas mit Genialität oder Brilliance geheißen hat. Es ist immer so, für mich sind Access-Kurse immer etwas, wo etwas präsentiert wird, das ich schon weiß und schon bin, aber endlich spricht es jemand aus, endlich sagt es jemand. So alles, was diese Kurse sind, alle Kurse, die du gehst, da geht es nicht darum, was Neues zu lernen oder irgendwas reinzustopfen in dein Gehirn, was du lernen musst. Da geht es darum, anzuerkennen, was du schon bist und was du schon kannst. Und das noch nie jemand ausgesprochen hat. Und dann steht ein Niveau an Frieden und Ruhe, an Entspannung, das in unserer Welt noch nicht normal ist, aber durch dich normal werden könnte. Und das ist für mich pragmatisch. Das ist für mich das zu tun, was funktioniert und nicht zu bewerten, wer ist normal, wer ist nicht normal, wer ist gut und wer ist schlecht und wer muss sein Verhalten verändern oder so. Das ist für mich old school, ja? Das ist voriges Jahrhundert. Ist Zeit für was Neues und das ist für mich die pragmatische Psychologie. Und wie gesagt, das ist das, was der Gary mit mir vor vielen Jahren in die Welt gerufen hat, die pragmatische Psychologie, wo es einfach darum geht,
dass du weißt, was du weißt und den Wert daran erkennst und dich nicht mehr ablenken lässt von irgendwelchen Menschen, die meinen, sie wissen es besser oder sie müssen dir erklären, was die Antwort ist. Wenn du weißt, was du weißt, was kann dann entstehen? So, und ein anderes Ding, was entstanden ist, apropos pragmatisch, ist alles so witzig, wie das Timing ist. Vor einer Woche habe ich mich mit dieser Lebensform pragmatische Psychologie auseinandergesetzt und habe einfach gespürt, irgendwas braucht es, irgendeine Veränderung braucht es. Und in dieser Realität verändert man ja oft nur die Dinge, wenn etwas nicht läuft, wenn etwas nicht funktioniert, ne? Wenn es schlecht ist. Und sonst würde man ja nie was verändern, weil man hätte ja keinen Grund. In dieser Realität braucht man immer einen Grund, um etwas zu verändern, anstatt zu wissen, wann es Zeit ist, etwas zu verändern. Und mir ging es vor einer Woche so, dass ich gesagt habe, irgendwas braucht die pragmatische Psychologie, irgendeine Veränderung braucht sie. Und dann kam mir, dann habe ich mir diese, eine von den Kursen, die diese Lebensformen ist, der fortgeschrittene Praktikerkurs, ne? Habt sicher schon einmal irgendwo davon gehört. Das ist so ein 3-Tages-Kurs, die Voraussetzung ist Foundation und das ist so für Menschen, die einfach Praktiker sind, ob das Sozialarbeiter, Lehrer, Eltern, also alle, die irgendwie mit Klienten arbeiten, ne? Und der hat fortgeschrittener Praktiker geheißen und ich habe irgendwie gespürt, irgendwas braucht es da, irgendeine Veränderung braucht es da, irgendwas anderes ist gefragt, ne? Und dann frage ich so, was brauchst du Lebensform, was ist es? Keine Antwort bekommen. Und irgendwann kommt mir so ein Wissen einfach, wow, es braucht eine Namensveränderung. Und das klingt so irgendwie so, naja, was spielt das schon für eine Rolle? Nur Worte kreieren mehr, als wir oft anerkannt haben. Und ich habe dann einfach die simple Veränderung gemacht von statt fortgeschrittenem Praktiker habe ich es verändert zu pragmatischem Praktiker. Wow! Und die Energie war gleich so hammermäßig. Und das war auch etwas, was wir im Kurs besprochen haben und auch, was ich dann auch in einem Meeting mit Gary hochgebracht habe. Einfach diese Möglichkeit, einfach zu sehen, was braucht die Zukunft von der Lebensform, die ich in die Welt bringe. Und ich muss nicht warten, bis es schlecht ist, bevor ich was verändere, sondern ich weiß, wann es Zeit ist, ein Detail oder irgendwas zu verändern. Und das war eben dieses, statt fortgeschrittener Praktiker, es pragmatischer Praktiker zu nennen. Und das war so, wow, wie da einfach der Raum aufgeht. Keine Ahnung warum. Ich kann es dir auch nicht, es ist irgendwie, man muss es nicht logisch haben, warum. Man muss nicht immer eine Rechtfertigung haben, warum man etwas verändert. Man weiß einfach nur, das braucht die Zukunft. Ja? Und das war so ein Yeah. So, natürlich ist es viel Arbeit. Ihr wisst, die von euch, die selber selbstständig sind und ein Business haben, wissen, ein kleines Wort zu verändern in den verschiedensten Locations, Webseite und so weiter, ist viel Arbeit. Aber das spielt ja keine Rolle, wenn es mehr kreiert. So, was braucht die Zukunft, nach der du fragst von dir heute? Und alles, was nicht erlaubt, dass du das weißt und wahrnimmst und so pragmatisch bist, das einfach zu verwirklichen, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyond. So, einfach ein happy, wow, hallo vom Schloss in Italien. Was ist wirklich für uns noch alle möglich? Und ich freue mich riesig. Vielleicht sehen wir uns mal bei einem von den Kursen live. Würde mich riesig freuen. Oder online, sind ja auch alle möglich. Wie gesagt, ihr wisst alle, der pragmatische Praktiker, den gibt es dieses Jahr bis jetzt nur einmal auf Deutsch. Ihr könnt sie viele Male auf Englisch machen. Es gibt in Japan, in Mexiko mache ich ihn, in Guatemala, in Frankreich, in Italien. Hier im Schloss gibt es auch einen. Wenn du Englisch auf Englisch machen möchtest, kannst du ihn auch hier im Schloss machen. Oder du machst ihn in Oberstdorf auf Deutsch. Gibt es die einzigartige Möglichkeit. So, hey, lass uns eine Welt kreieren, die für uns funktioniert. Und zwar heute. Und vielleicht möchtest du mal aufhören, den ganzen schwere Zeug abzukaufen, das andere so real machen, weil das macht dich zum Leader von einer Zukunft, die unseren Planeten wirklich kreiert. Danke für dich, danke für uns und let's rock! Mua. Tschüss!